Und herzlich willkommen zur letzten Folge für diese Woche von Pokémon. Weiter. Meine Liebste wird mich verlassen. Ja, Pech gehabt. Ich trainiere für meinen Liebsten. Stör mich nicht. Wenn ich dich nicht stören soll, warum kämpfst du denn jetzt gegen mich? Das macht keinen Sinn. Mädel, überleg mal. Die hat auch mal ein Pokémon. Okay, ein Tragosso. Uiuiui, Tragosso ist ein relativ starkes Pokémon und es ist auch schon Level 20. Ich glaub mal, da wechseln wir tatsächlich zu Smetbo. Alle anderen dürften ein Problem gegen den Typ haben. Ich weiß jetzt nicht, wie effektiv Feuer oder Pflanze dagegen ist, von daher... Bei Psycho weiß ich, Psycho ist gegen alles effektiv, von daher, ne? Gehen wir einfach mal auf sicher und... Ja. Knochenkeule. Ging daneben. Haha. Easy. Tragosso wurde besiegt. Sehr schön. Pfadfinderin. Das ist unmöglich. Es gewinnt 400 Yen. So. Hier ist auch noch ein Typ. Dich habe ich noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Na, ich hoffe doch. Ein Käfersammler. Na super. Käfersammler möchte kämpfen mit einem Pokémon. Käfersammler setzt Smetbo ein. Da setzt ja bis auch mal mit Smetbo ein und heißt es hier Smetbo gegen Smetbo. Kampf der Titanen, quasi. Wobei mein Smetbo schon halb gigiert ist. Vielleicht sollten wir es erstmal schlafen legen. Ja, wahrscheinlich ganz interessant. So, Smetbo schläft fest. Sehr schön. Und dann drücken wir jetzt einfach mal Konfusion nach. Smetbo ist verwirrt. Smetbo schläft fest. Wie kann das Smetbo verwirrt sein, wenn es schläft? Egal. Vielleicht hat es jetzt Albträume oder sowas. Keine Ahnung. Es hat verwirrende Träume. So, sehr schön. Oh nein, Smetbo ist aufgewacht. Dann nochmal Schlafpuder. Smetbo schläft. Sehr schön. Jawohl, Volltreffer. Bumm. Smetbo besiegt Smetbo. Na, was für eine dramatische Wendung hier. Protesto erhält 340 und Smetbo erhält 340 EP. Nice. Du bist ein zu guter Trainer. Ash gewinnt 200 Pokémon. Naja. Gut, hier sind auch nochmal zwei. Dann speichern wir mal. Mal gucken, was die so haben. Scheint wieder ein Liebespärchen zu sein hier. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Gut, das klingt vielleicht nach alles andere als die Mädchen, aber okay. Pfadfinderin möchte kämpfen. Pfadfinderin setzt Taubsi ein. Ah, ja. Glutexo, mach mal ein bisschen Glut hier und dann gibt's heute Abend Hähnchen. Feuer frei! Ass, kein One-Hit? Egal. So, Taubsi weg. Sehr schön. Taubsi wurde besiegt. Glutexo hat 180. Glutexo erreicht Level 24. Schönes Ding. Oh, Glutexo versucht Raserei zu erlernen und Raserei ist eine extrem starke Attacke. Kann ich mehr als die Attacke lernen? Ja. Das Problem bei Raserei ist eine Attacke, die baut sich, glaube ich, über mehrere Dingsterbumster auf. Aber wir werden sie trotzdem mal erlernen, weil solche Sachen wie hier Heuler oder Silberblick brauchen wir auf keinen Fall. Von daher nehmen wir stattdessen tatsächlich lieber Raserei. Das macht dann definitiv mehr Sinn. So, Heuler verlernt und dafür lernen wir Raserei. Sehr schönes Ding. So, Pfadfinderin wird Taubsi in den Kampf schicken. Nö, wir bleiben bei Glutexo und probieren dann gleich mal Raserei aus. Mal gucken, wie das funktioniert. Taubsi benutzt Rucksackhieb. Glutexo benutzt Raserei. Naja, ist jetzt nicht so effektiv. Oh, okay, da greifen wir mehrmals an. Okay, zweimal gerade mal. Aber immerhin. Glutexo verfällt in Raserei. Glutexo Angriff nimmt zu.
Oh, okay, also Rasenreiß ist eine Attacke, die über mehrere Runden geht. LOL. Du Texas, ich hab grad ein bisschen Angst vor dir. Bitte gehen Sie weg, hier gibt's nichts zu sehen. Fastfinderin wird Topsy in den Kampf schicken. Wechsel? Nein. Okay, ich kann gar keinen anderen Angriff mehr machen, weil Text jetzt die ganze Zeit nur noch Raserei benutzt. Das ist natürlich interessant. Ja. Das heißt, sobald man einmal mit Raserei angreift, ist Text so quasi komplett auf seinen Trip. LOL. Okay, gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Wir haben sogar 2 Euro bekommen. Hör ich da jemanden von Kämpfen sprechen? Junge, ich habe gerade den Mädel platt gemacht. Also, was quatschst du mich jetzt hier von der Seite an? Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Tabitak ein. Bleiben wir bei... Ja komm, wir machen einfach nochmal Raserei. Einfach, weil es so schön ist. Haha. Aua. Alter. Habitak wurde besiegt. Zutext erhält 200 EP. Pfadfinder möchte Radikal in den Kampf schicken. Wechseln? Nein. Wir bleiben bei Raserei. Alter Schwede. Digga. 400 EP. Schön. Pfadfinder ist besiegt. Und wir bekommen... 2 Euro. Ah ja, immerhin. Oh, und wir sind in der nächsten Stadt. Sehr schön. Dann gehen wir mal direkt ins Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon und machen die wieder fit. La la la. Deine Pokémon sind wieder topfit. Sehr schön. Komm mir das halt wieder vorbei. Und dann mal gucken. Tja, also Raserei scheint echt heftig zu sein. Ich meine, wir haben natürlich dadurch den Nachteil, dass wir, sobald wir einmal Raserei eingesetzt haben, nichts anderes mehr machen können, weil Protect so quasi in Trance ist. Aber ich meine, brauchen wir auch nichts mehr, weil Raserei wird ja von Angriff zu Angriff auch noch immer stärker. Das heißt, es ist quasi so eine richtige K.O.-Attacke. So. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Aha. Mashok. Ah. Ein Mashok ebnet das Land. Okay. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Was hat das mit Umweltbewusstsein zu tun? Verstehe ich jetzt nicht. Hast du gesehen, die MS Anne ankert am Hafen? Okay, da gehen wir am besten gleich mal hin. Mal gucken, wenn wir hier in den ganzen Gebäuden. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja. Klasse. Du bist mir sympathisch. Was? Digga, wir haben gerade nur 2 Minuten geredet. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Ash erhält eine Angel. Angel ist meine Leidenschaft. Such im Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Cool, dann kommen wir jetzt auch endlich mal an Wasser-Pokémon ran. Aber wir bekommen sowieso bald Chigi, von daher haben wir denn quasi schon Wasser-Pokémon. Junge, du stehst mir im Weg rum. Verpiss da mal. Ich habe ein Chigi. Okay, das ist sogar die Dame. Ich habe ein Chigi Was? Achso, gefangen. Wow. Ich habe ein Chigi gefangen. Aber dieses Pokémon macht nur Dummheiten. Ich denke, ein guter Trainer sollte Chigi richtig erziehen können.
Tja, also irgendwie halten sich die ganzen Fische doch ganz schön an den Anime, weil im Anime war es ja so, gut, bei Chigi war es ein bisschen anders. Im Anime war es ja so, dass man Chigi von einer, also da ist im Anime so eine Dame, die ist im Wald und zieht dort Pokémon groß. Und da war Chigi quasi der Beschützer. Und weil man sich selber aber mit Chigi ganz doll angefreundet hat, hat man quasi den Chigi mitgenommen. Hier war das in dem Moment ein bisschen anders, weil quasi Chigi wurde uns ja gegeben, weil sie sich nicht drum kümmern konnte. Glumanda ist da schon ein bisschen eher, weil Glumanda ist im Anime so, dass Glumanda da zurückgelassen wurde und man selber Glumanda quasi gefunden hat. Halbtot. Und ja. Hier war es ja quasi so ähnlich, dass hier quasi, ne, man Glumanda bekommen hat, weil der Typ sich nicht drum kümmern konnte. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil im Anime war das ein richtiges Arschloch. Aber egal. Tja, und bei Chigi? Gut, im Anime hat man Chigi nicht von einem Pokémon-Trainer bekommen, sondern da hat man Chigi so gefunden, aber da hat Chigi auch nur Unsinn gemacht. Und hier sagt ihr auch, ne, dass Chigi nur Dummheit macht. Von daher, es ist zwar alles ein bisschen anders als im Anime, aber man erkennt schon die Parallelen. Finde ich persönlich ganz cool. Ganz schön, ganz nice. So. Oh. Pikachu, wo rennst du hin? Okay, Pikachu ist im Liebeswahn. Sehr schön. Ich liebe mein Europe. Es quickt, wenn ich es in den Arm nehme. Da solltest du vielleicht nicht zu fest in den Arm nehmen. Denn quieken ist in der Regel kein gutes Zeichen. Humpf, mein Piepsi ist viel süßer als ihr Pokémon. Aha. Digga, ich gebe dir gleich mal ein paar hier was von deinem Pokémon hier. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Na, dann reden wir am besten mal mit dem Vorsitzenden. Hallo, lass mich durch. Oh, ein Bild. Oh, schön, Ponita. Oh, nee, sogar schon die Fortentwicklung. Galoppa. Nice. Können wir uns auch nochmal das andere Foto da angucken, was da ist. Wow. Das ist ein Easter Egg, wahrscheinlich. Also es ist ein legendäres Pokémon. Und das kommt auch in dem Anime in der allerersten Folge vor. Ganz am Ende der allerersten Folge sieht nämlich Ash das Ding am Himmel vorbeifliegen. Oder auch nicht. Das ist ja bloß ein Ibitak. Ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt. Diese irgendwie Know-How oder... Also irgendwie zwei Buchstaben, dann bin ich schon nochmal zwei Buchstaben. Ganz komischer Name. Und das sieht echt fast genauso aus. Na gut, mit der Statue auf dem Tisch können wir nicht reden, weil wir da gar nicht rankommen. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also... Bist du gekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Nein. Doch. Sehr schön. Dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß. Schön. Klug. Und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch. Freundlich. Ich liebe es. Wenn... Digga, wie kann man so reden? Wenn es schläft, warm, Digga, ich penne gleich ein. Und kuschelig. Spektakulär. Hinreißend. Digga, der droppt dir einfach nur Adjektive. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ash erhält ein Radcoupon. Hoffentlich den Wert von 1 Million. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ja, naja, nein, nicht wirklich. So. Ab ins nächste Haus. Wenn ein Pokémon eine VM-Technik erlernt hat, kann es sie nie wieder vergessen. Überleg dir gut, welches Pokémon du ein VM gibst. Okay. Noch ein Bild.
Eine Karte. Wow. Na gut, eine Karte haben wir selber. Brauchen wir nicht. Trotzdem danke. Mit der Dame haben wir bereits geredet. Das ist bloß der Markt. Topsy. Topsy. Was? Ich lasse Topsy einen Brief nach Safronia City im Norden bringen. Ein Brief, ja? Dann brechen wir mal kurz das Briefgeheimnis und lesen den Brief einfach mal selber. Liebe Niki, oh, ein Liebesbrief. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet Team Rocket in Safronia City Unruhe. Hier in Orania City scheint es sicher zu sein. Okay. Eine Karte. Digga, weg, weg. So, hier geht's nicht weiter. Da ist die Arena. Da gehen wir ganz zum Schluss hin. Achtung! Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung, Felstunnel nach Lavandia. Polizei von Orania City. Okay. Dicta-Höhle. Okay. Okay. Gut, wir wollen hier noch nicht raus. Wir gehen erstmal, wie gesagt, ne? Gut, hier ist der Steg. Hier dürfte die MSN anliegen. Wie sehen unsere Pokémon aus? Relativ gut. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal direkt hin. Und schauen, was passiert. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ich zeig das Busticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Ja, sehr schön. Digga, wie klein ist das Schiff? Ist das ein Playmobil? Okay. Wenn man erstmal drin ist, ist es größer. Wo gehen wir zuerst? Links oder rechts? Okay, hier geht's einmal rum. Oh Gott. Oh Mann. Okay, komm. Wisst ihr was? Das ist mir ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich mache einfach mal Setup am Anfang. Das hier scheint mir nach einer sehr großen... Ja. Oha. Trainerfalle zu riechen. Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Jetzt hat uns ja Bill erzählt, dass wir auf meine Trainer sind, ne? Von daher will ich da jetzt nicht lange fackeln und mache die einfach alle mit Splatbook platt. Alles andere würde mir jetzt viel zu lange dauern. Snapdragon hält 380. Sehr schön, Muschas. Snapdragon reicht Level 25. Schönes Ding. So. Ja, von einem Kind bewegt. Problem damit? Was? Okay, sonst ist hier gar nichts. Also reine Trainerkämpfe. Na gut, immerhin gut, um Pokémon zu trainieren. Nein, wir sind vergiftet! Das war eine reife Leistung. Sehr schön. Ich bin jetzt hier im 44. Ja. Okay, komm, wir gehen aber erstmal zum Pokémon Center, lagern denn dann mal ein paar Items ab, weil scheinbar, werden wir hier Platz brauchen. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon. Und machen hier mal. Machen die wieder fit. So.
Und dann legen wir mal unsere ganzen Items ab. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Nein, ich bin's PC. Weil die Sache ist, die Items, die man hinzufügt oder ablegt, kommen in der Liste jeweils immer ganz unten hin. Das heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Listenmanagement. Und das bedeutet folgendes: Wir legen zuerst unsere TMs ab. Jetzt nehmen wir alle Sachen in der Liste auf. Das sind ja hauptsächlich unsere ganzen TMs. Okay, und noch ein paar andere Sachen. Oh, war klar. Okay, dann geht's nicht ganz. Egal. Und jetzt können wir nämlich alle ablegen. Hat nämlich den Vorteil, dass jetzt hier auch in der Reihenfolge in der Liste drin sind, auf dem PC. Das heißt, wenn wir später unsere ganzen Items wieder aufsammeln, also mitnehmen wollen, dann können wir quasi einfach die ersten Dinger mitnehmen und dann, wenn wir in den ganzen TMs wieder drankommen, ne, müssen wir nicht ständig durch die Liste durchgehen. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, wir brauchen natürlich noch unser Bootsticket. Das müssen wir mitnehmen. Ohne Bootsticket kommen wir nämlich nicht rein. So, jetzt haben wir nur noch das Bootticket. Dementsprechend ist unsere Tasche also leer. Sollte also genug Platz sein. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Tickets. Großartig, willkommen auf der MSN. Dass ich ihm das überhaupt zeigen muss. Ich meine, ich war gerade erst vor 5 Minuten hier. Der wird sich doch mal Gottverdammt das Gesicht merken können, oder? Arschloch. Ich hasse den Typen. Der ist mir nicht sympathisch. So, in dem ersten Raum waren wir bereits drin. Genau, das waren die beiden. Ah genau, hier waren wir auch schon drin, da haben wir ja dieses Item damit geschnappt. Wir drücken mal wieder speichern. Und dann machen wir einfach mal direkt den nächsten Platz. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja. 300 EP. Sehr schön. Oh, wir erreichen Level 26. Und noch ein Seepaar. Meine Fresse. Nein, nicht tauschen. Aha, Ash besiegt Matrose. Und wir bekommen... Oh nein, verloren. Ash gewinnt 500 Yen. Naja, immerhin. Ash findet Ether. Ether war, glaube ich, die Scheiße, die ganzen APs wieder auffüllt. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal ein gutes Item. Und direkt den nächsten Trainer. So, Matrose möchte kämpfen. Matrose, oh, schon wieder Seepaar. Fällt dir nichts Besseres ein? Seepaar wurde besiegt. 300 EP. Mushas, endlich mal ein anderes Pokémon. Nein, ich möchte nicht wechseln. Tentacha. Ich meine, gut, die nutzen ja alle Wasser-Pokémon und so viele Wasser-Pokémon gibt es ja nicht. Von daher ist es logisch, dass ich das ein bisschen wiederhole. Aber naja. Was? Kiel unter! Das war's für mich! Ash gewinnt 500 Yen. Schön. Die Leute lieben es zu kämpfen. Ja. Hoffentlich lieben es auch zu verlieren. Buschard wurde besiegt. Ash besiegt Matrose. Das ging aber schnell. Ja! Was für ein Kampf! Oh, sogar 600 Yen. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Raum. Was? Ich finde Top-Trank. Möchtest du gar nicht kämpfen? Mein Macholo ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Okay, der Typ möchte scheinbar nicht kämpfen und hat uns gleichzeitig auch einen Hint gegeben, also einen Hinweis. Ne?
Später gibt es auch noch sowas wie Stärke. So, damit haben wir die ersten Räume schon mal abgefrühstückt. Ich würde mal sagen, die nächsten Räume machen wir dann später. Wobei, wir können mal gucken, was hier noch so abgeht. Ein schwarzer Mann. Nur meine Pokémon begleiten mich. Okay. Gentleman möchte kämpfen. Gentleman setzt Fukano. Oha. Fukano ist ja Typ Feuer. Fukano wurde besiegt. 350 EP. Smetto erreicht Level 27. Yeah. Gentleman wird noch ein Fukano. Scheiße. Nein, nicht wechseln. Aua. Smetto erhält 350 EP. Echt besiegt Gentleman. Gentleman. Oh weh, verloren. Echt gewinnt. Wow. 1260 Yen. Ich meine, gut, das sind gerade mal 10 Euro, aber... Ne, für so ein kleines Kind wie wir hier sind. Ich meine, laut Anime sind wir gerade mal 10 Jahre alt. Und da sind 10 Euro? Da kann man sich schon mindestens 5 Döner kaufen. So, dann gehen wir nochmal zum Pokémon Center. Und gehen dann wieder zum Schiff. Vor dem nächsten Raum. Und ja, gehen aber nicht rein in den nächsten Raum, sondern beenden da die Folge erstmal. Wieder topfit. Kommt mir das Set wieder vorbei. Einmal überlegen. Vielleicht später. Junge, ich war schon zweimal hier. Wie kannst du dich immer noch nicht an mein Gesicht erinnern? Bist du ein Zeitarbeiter oder was? Ist da jedes Mal ein anderer oder wie? So halt, genau. Hier waren wir drin. Das heißt, der nächste Raum wäre dann der Raum hier. Gut, dann speichern wir mal. Und dann sehen wir uns wann auch immer wieder. Ich weiß nicht, nächste Woche direkt wahrscheinlich nicht. Na guck, nächste Woche spiele ich vielleicht wieder ein bisschen Mindtest. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen Doom. Mal gucken. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Auf jeden Fall war es das für diese Woche auf jeden Fall erstmal. In dem Sinne. Habe ich das gerade gespeichert? Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann irgendwann mal wieder. Von daher, schau mit V. Habe ich jetzt schon gesichert? Ich speichere mal nicht auf einmal nochmal. Ist ja gut jetzt. Tschüss.